Du bist als Immobilienmakler gerade aktuell in der Situation, dass irgendwie nichts so richtig rund läuft. In diesem Video werde ich mit dir darauf eingehen, egal ob Akquise, Einkauf oder Verkauf. Und das schauen wir uns genau Schritt für Schritt an. Was ist eigentlich wirklich das Problem? Denn häufig ist es in der Praxis so, dass wenn irgendetwas nicht funktioniert, entstehen so ganz bestimmte Verhaltensweisen. Und diese Verhaltensweise Nummer eins, die entsteht, ist, dass man sich aus Dingen zurückzieht. Also zum Beispiel, du machst eine Flyer-Aktion oder irgendeine andere Marketing-Aktion und das funktioniert nicht. 8 von 10 Leuten hören dann sofort auf mit der Aktion. Oder du verkaufst eine Immobilie und die läuft nicht rund, also es klappt nicht wie gewünscht, dann lassen Menschen gerne Dinge liegen. Und das führt immer wieder zum Gleichen, nämlich am Ende des Tages funktioniert dann gar nichts mehr. Und wir gehen jetzt mal Schritt für Schritt vor und schauen uns mal diese gesamte Thematik an. Denn ich will dir eine Sache sagen. Wenn du dir beispielsweise vorstellst, du hast einen Taschenrechner. Wir machen den jetzt mal ganz einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und meinetwegen noch die 0. Okay? Und auf der anderen Seite hast du auch einen Taschenrechner, weil der wäre ja korrekt. Und jetzt hast du wieder hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die Taste, sagen wir mal, 6 und die 4, die funktionieren nicht. Der Punkt ist, wenn dir also zum Beispiel Wissen fehlt oder du auf der anderen Seite gewisse Dinge nicht verstanden hast, dann kommst du in der Anwendung automatisch dazu, dass du eine falsche Berechnung erstellst. Das heißt, deine Berechnung, egal welche du machst, ist die falsche. Ich gebe dir ein Beispiel. Und zwar nehmen wir es mal an einem ganz einfachen Flyer. Viele da draußen glauben, dass Flyer nicht mehr funktionieren. Ich kann dir sagen, sie funktionieren sehr wohl. Und zwar, sie funktionieren perfekt. Die Frage ist nur, warum funktionieren sie bei dem einen und bei dem anderen nicht? Und hier mal zur kleinen Überprüfung von dir. Wie ist ein guter Flyer aufgebaut? Zuallererstens mal hat er ein cooles Format. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass du nicht so ein labbriges Blatt Papier hast, sondern etwas, was, wenn der Benutzer, also der User es in der Hand hat, auch wirklich eine coole Haptik hat. So, das aber nur sozusagen das Papier. Erste Frage. Hast du eine wirklich coole Ansprache an die Zielgruppe? Punkt Nummer eins. Zweitens, wie gehst du jetzt laut Ansprache an die Zielgruppe vor? Also das heißt, beschreibst du ein Problem, erläuterst du ein Problem und zeigst du auch eine Lösung auf? Und jetzt kommt nämlich der entscheidende Punkt. Wenn du dir manche Flyer anguckst, sind sie handwerklich schon unter aller Kanone. Schlechte Logos, nicht freigestellte Logos, die Farben passen nicht zusammen, es sieht amateurhaft aus, es sieht aus, als wenn es irgendwie 30 Jahre alt ist. Und am Ende fehlt zum Beispiel auch eine Aufforderung, was die Leute tun sollen. Also rufen Sie jetzt an oder gehen Sie jetzt auf unsere Webseite und beantragen Sie ABC und so weiter. Okay, so das ist schon mal ein ganz einfache Sache. Dann kommen wir zu dem nächsten Thema, bei dem Thema Flyer ist, und das sind zwei Regeln, die musst du dir einfach merken in Sachen Akquise bzw. Marketing. Und zwar ist eine Sache wichtig, Outflow, ja, ist wichtiger als Inflow. Was heißt das denn genau? Also Outflow bedeutet die Dinge, die du nach außen gibst.
Also ein Flyer, den du an 1000 Leute verteilst, wie hoch bitte ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass letztendlich daraus ein Rücklauf kommt? Selbst wenn du jetzt der Super Farming-Meister wärst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt jemand letztendlich seine Immobilie verkaufen will. Also musst du sehr viele Aktionen hintereinander machen. Also du musst es sehr regelmäßig tun. Damit fängt es schon mal an. Also regelmäßig Outflow, also Dinge nach außen tun. Also du musst wie ein Mensch in die Sichtbarkeit gehen, also ein Mensch, der erfolgreich sein will, muss in die Sichtbarkeit gehen. Ja, also Werbung machen. So, das heißt, das ist der erste Punkt, Outflow. Die Anzahl der Aktionen. Aber das zweite ist die Quantität. Ja, also die Quantität, hier ist sehr wichtig, die Quantität. Quantität ist wichtiger als Qualität. So, jetzt müssen wir uns natürlich eine Sache vor Augen führen. Also Qualität oder mangelnde Qualität meint hier nicht schlechter Flyer. Also es ist schon entscheidend, wie man es macht und nicht, was man macht. Okay? Also die Qualität muss stimmen. Was hier gemeint ist, ist, wenn du an der Qualitätsschraube drehen willst und du hast schon eine sehr hohe Qualität, dann bringt dir das nicht daran zu fallen, das noch besser, noch besser, noch besser zu machen. Also das, was unsere Kunden machen, ist eh schon cool und viel besser kann man es eh nicht machen. Also daran zu schrauben, macht keinen Sinn. Aber die Quantität, wie bei dem Outflow, heißt Outflow machen, also regelmäßig Flyer raushauen. Und die Quantität ist eben nicht 1000, sondern eben 10.000, 20.000, 50.000 pro Aktion. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wer soll denn das alles bezahlen? Richtig. Der Punkt ist, du musst natürlich von deinem Umsatz Geld zurücklegen, beiseite legen, damit du genau diese zwei Dinge auch regelmäßig tun kannst. Jetzt kommt eine weitere Sache dazu, die viele einfach nicht beachten, dass es eben hier das Thema Kontinuität bzw. regelmäßig. Also wenn du jetzt eine Aktion machst, eine Aktion startest und diese eine Aktion, die soll den Erfolg bringen, dann wird dir das überhaupt nichts bringen. Weil du musst es einfach regelmäßig sehen, weil dich kennt ja kein Mensch. Oder stell dir mal die Frage, wie viele da draußen, wenn du eine Umfrage machen würdest, kennen dich als Makler? Kurze Sendepause. Wahrscheinlich nicht so viele. Also wie hoch ist dein Bekanntheitsgrad? Also du kannst deinen Bekanntheitsgrad nur steigern, indem du das kontinuierlich machst, und zwar Outflow und Quantität, sodass du immer sichtbarer in deiner Region wirst. So, natürlich kannst du jetzt auf Empfehlungen zählen und so weiter, alles gar keine Frage, aber wenn du langfristig erfolgreich sein willst, dann musst du mindestens drei Quellen anzapfen, damit es funktioniert. Und jetzt kommen wir zu der Sache, dass was ist denn, wenn es jetzt nicht rund läuft? Und hier mal ein paar Sachen, die passieren können. Du machst also Aktionen und du investierst Geld in Marketing. Am Ende des Tages funktioniert es nicht. Dann hören die meisten Leute auf, weil ihnen entweder das Geld ausgeht oder sie auf der anderen Seite natürlich nicht Einkauf und Verkauf machen, damit permanent auch Geld reinkommt. Also fangen sie an zu zweifeln. Und wenn sie anfangen zu zweifeln, dann fängt man an, Dinge zu stoppen. Und Zweifel im Leben, Zweifel an dem, was du tust, Zweifel an deinen Aktionen sind wie ein Mindset-Bandscheibenvorfall. Also ein Bandscheibenvorfall für dein Mindset. Das wiederum blockiert alles, was du tust, weil du bist am Ende des Tages das Problem, weil du glaubst nicht an das, was du da tust. So, jetzt kannst du mir sagen, also der Busbach, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun, weil was hat denn das damit zu tun? Ich sage dir, es hat sehr viel damit zu tun, weil wenn du permanent Outflow machst, wenn du permanent quantitativ viel tust und das natürlich auch in einer coolen Qualität, dass es attraktiv, sexy und gut aussieht, dann wirst du Termine auf kurz oder lang bekommen. Lass mich dir hier eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar von einem Makler, der hat viele Dinge, von denen ich, die ich gesagt habe, umgesetzt. Aber er hat viele Dinge auch nicht exakt
umgesetzt, wie zum Beispiel eine Kundenveranstaltung. Er hat da so seine eigene Rallye gefahren und es nicht optimal gemacht. Dann kam ein anderer Makler und der hat das 1:1 so gemacht, wie ich es gesagt habe. Und er hatte über 40 Personen, 10 Einkaufstermine, Aufträge rausgeholt und so weiter und so fort. Also der eine hat es gemacht, hat Erfolg damit, der andere hat es verändert, hatte keinen Erfolg damit. Dann hat er auch viel Geld für Marketing ausgegeben und irgendwo auf dieser ganzen Linie ist ihm die Geduld ausgegangen. Und dann kamen die Zweifel. Und dann war es wie eine Art wirklich Mindset-Bandscheibenvorfall, wie eine Verstopfung von einer Vene. Und dann habe ich mit ihm eine Stunde lang gesprochen. Ich sage, warum zweifelst du eigentlich? Was ist dein Problem wirklich, was du hast? Ja, ich glaube da nicht dran. Irgendwie, das läuft nicht. Ich finde es gerade alles kacke. Und ich habe so viel Geld ausgegeben und so weiter und so fort. Ich sage, okay, das kann ich total nachvollziehen, dass dir das auf den Zeiger geht und dass du das nicht cool findest. Aber sage mir doch mal, welche Wahl hast du? Du hast die Wahl, jetzt weiter zu zweifeln und zu grübeln. Oder du machst jetzt einfach weiter oder willst du als Makler aufhören? Nein, natürlich nicht. Ich sage, ja gut, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst mit guter Laune zur Arbeit und ziehst durch oder eben nicht auf der anderen Seite. Und du wirst jetzt vielleicht schmunzeln, wenn ich dir das sage. Der Punkt ist, nach diesem Gespräch hat es genau 3 Tage gedauert, nämlich von Montag zum Donnerstag, und ab dem Donnerstag kam auf einmal alles rein. Und was ich dir damit sagen will, ist, er hat einfach seinen Kopf mal aufgeräumt. Das heißt, er hat die Dinge sortiert. Und das möchte ich dir kurz zeigen. Denn, weißt du, am Ende des Tages ist es so, wenn wir mal hier eine Farbe machen und sagen, du hast so ganz, ganz viele Dinge, die hier irgendwo, sagen wir mal, so mehr oder weniger ungeordnet sind. Ja? So, und dann hier was, und dann hier was, und hier was, und da was, und da was, und da was. Ja? Okay? Und dann haben wir noch hier irgendwas, da noch dazwischen, da noch dazwischen, da noch dazwischen, da noch und hier noch was und da noch was. Ja? Also ein ziemliches Durcheinander. So, und end of the day ist eine Sache wichtig, denn ein guter Unternehmer, ja, also ein guter Unternehmer, jemand, der wirklich sein Business versteht, der macht nämlich jetzt Folgendes, der geht hin und sagt, ich habe hier einmal diese Sache, ja? Dann habe ich hier den nächsten Korb sozusagen. Und ich habe hier noch einen Korb. Und jetzt fängt er erstmal an und geht hier hin und sagt, okay, wo habe ich denn jetzt meine roten? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt guckt er und sagt, okay, wo habe ich denn hier meine türkisfarbenen? 1, 2, 3, 4. Was haben wir hier noch? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6 und 7. Ja? Und dann haben wir noch die Grünen, die hatten wir auch noch im Spiel, glaube ich. Hier, die nehmen wir auch noch mit dabei. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 auch wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Was ich damit sagen will, ist ganz easy, ganz einfach: fang doch mal an, ja, deine Dinge zuallererst mal zu vernünftig zu sortieren. Und das ist am Ende des Tages, um das wirklich mal das Problem zu lösen, ist erstens wirklich, was will ich tun? Ja, okay, was will ich tun? Dann klare Planung dessen, was du tun willst. Drittens, deine ganz klaren Aktionen. Ja, und viertens, Feuer frei. Also das heißt, dann gibst du richtig Gas. Und jetzt kommt eine Sache, die auch noch sehr wichtig ist, nämlich etwas, was viele Makler und was ich immer wieder beobachte in den ganzen Gesprächen mit Maklern: Sie hängen ihre ganze Hoffnung an einer einzigen Sache auf, an einem Objekt. Das nächste Objekt, das muss mir die Lösung bringen. Und dieses eine Objekt, das muss es jetzt wirklich bringen. Wenn es das nicht bringt, dann bin ich geliefert. Und weißt du, wenn du das so machst, dann kannst du einfach kein erfolgreiches Marketing machen, keine erfolgreiche Akquise, kein Einkauf, kein Verkauf. Ja, weil du brauchst in allem eben mehrere Sachen.
Wenn wir da nochmal anfangen, wenn du jetzt also nur auf Flyer setzt und nichts anderes machst, dann musst du dich nicht wundern, wenn eine Aktion, auch das ist ja Outflow, wenn eine Aktion nicht funktioniert, eine Quelle nicht funktioniert, dann stehst du ja schon wieder mit dem angenähten Arm in der Ecke. Macht also keinen Sinn. Deshalb sage ich, brauchst du, wenn du so willst, einen Trichter hier, nennen wir den jetzt mal meinetwegen Flyer. Ja, und der zweite Trichter ist, und das ist sehr, sehr wichtig, weil es könnte ja sein, dass du vielleicht gerade ein Einsteiger bist, Quereinsteiger oder noch ein junger Makler. Du hast vielleicht noch gar nicht so viel Geld, 50 oder 80.000 Flyer zu verteilen, was auch mal einige tausend Euro kosten kann. Also musst du natürlich auf einer ganz anderen Stufe starten. Ja? So, das heißt, du fängst vielleicht an mal mit Tippgebern zum Beispiel. Ja? Du baust dir erstmal eine Tippgeberarmee auf oder du gehst auf Multiplikatoren. Ja? Tippgeber sind Privatpersonen und Multiplikatoren sind Businessleute, ja? Die sozusagen wirklich mehrere Kunden haben. Ist auch nur ein Beispiel, ja? So, das heißt, du baust das auf mehreren Säulen auf, eine Säule nach der nächsten, eine Säule nach der nächsten und du sorgst dafür, dass du dann hier Nummer 4 und Nummer 5, dass du eins nach dem anderen Haken dran und nochmal einen Haken dran, dass die wirklich funktionieren und laufen und dann machst du das nächste, ja? Also du musst dir das ungefähr so wie eine Treppe zum Erfolg vorstellen. Ja? Und zuerst mal machst du zum Beispiel hier Direktmarketing, ja, plus meinetwegen Tippgeber. Ja, plus Tippgeber. Entschuldige meine Schrift hier an der Stelle. Ja? Und meinetwegen noch plus Multiplikatoren. So, und dann verdienst du erstmal Geld. Dann machst du plus Flyer. Plus meinetwegen noch Print, sage ich jetzt mal hier, ja. So, dann machst du hier plus Online-Marketing. Also das heißt, du baust das Schritt für Schritt auf und entwickelst damit auch so Schritt für Schritt dein Unternehmen. Und last but not least, was ich dir hier sagen will, ist, erfolgreiche Dinge, erfolgreiche Aktionen haben immer verschiedene Dinge zur Folge. Und das ist erstmal Punkt Nummer 1, du kennst die Regeln. Also du kennst die Regeln von Marketing, du kennst die Regeln von Werbung. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, dir ist bekannt, ja, welche Actions, Doings du tatsächlich in der Praxis anwenden musst, damit das funktioniert. Und drittens, ja, du hast vor allen Dingen die Theorie dahinter, also verstanden, wie funktionieren diese Dinge und wie wende ich sie korrekt und richtig an. Und weißt du, wenn man alleine nur die drei Dinge sieht und man schaut sich mal die Maklerschaft aktuell an, dass 80% der Immobilienmakler sich auf irgendein einziges Tool verlassen, um eine Immobilie zu bewerten, was noch nicht mal eine Bewertung von der Immobilie ist, das sehe ich jeden Tag online in Immobilien-Scout und anderen Portalen. Und das ist nichts anderes als Unfähigkeit und Dilettantismus. Das hat damit nichts zu tun. Also wenn du erfolgreich sein willst als Makler, dann musst du diese Schritte hier beachten. Also egal, ob das Tippgeber sind, du musst wissen, wie spreche ich die richtig an, wie baue ich mir eine Armee auf. Und wenn du mit 2 Tippgebern nicht klarkommst, dann mach 50, 60, 80, 100 Tippgeber, bis du so viele hast, die aktiv sind. Wenn du Multiplikatoren, also nicht genug hast, dass dabei Geschäft rauskommt, dann musst du mehr machen. Outflow und Quantität. Ja? Und hör auf zu jammern, wenn du bei 5 oder bei 6 nichts auf der Kette kriegst, sondern mach mehr. Ja, und wenn ich mir manchmal anschaue, wo Leute das Scheitern oder eine Aktion für gescheitert erklären, anstatt Gas zu geben, anstatt mehr zu machen, fangen sie an, sich zurückzuziehen und an zu zweifeln. Und das ist halt der schlechteste Rat, den du dir selbst geben kannst. Zweifeln bringt nichts. Und wenn du Zweifel hast, da sind wir jetzt bei einem weiteren wichtigen Punkt, ist, dann brauchst du Rat, ja? Du brauchst Rat und Hilfe. Weil wenn du selber die Nuss nicht geknackt bekommst von etwas, ja,
warum holst du dir keine Hilfe? Hol dir Leute an den Staat, zum Beispiel jemanden wie mich, der die Aktionen, der die Gesetze und vor allen Dingen der die Theorie versteht und sie dir beibringen kann, dass du Schritt für Schritt einfach die richtigen Dinge tust, um in deinem Business erfolgreich zu sein, damit du einen Sparringspartner hast und eben dann, wenn mal was nicht rund läuft, du direkt weißt, wen du kontaktieren kannst oder noch viel besser, dass du direkt von der Person lernst, wie es richtig funktioniert und was die richtigen Aktionen sind. Okay? Das nur mal so beim Thema, wenn etwas nicht funktioniert, sind das einfach die Dinge, die in der Regel passieren. Aber eines solltest du wirklich nicht tun. An dem zweifeln, was du tust. Entweder bist du dir sicher, also das heißt, natürlich darfst du mal zweifeln, mal drüber nachdenken, was kann ich besser machen. Ja? Aber dieses Zweifeln an den Aktionen, dass das alles nicht gut ist, wenn etwas nicht rund läuft, nächste Sache, wenn etwas nicht rund läuft, dann heißt es, finde den Fehler. Und der Fehler, der hat immer mit dir zu tun, wenn etwas nicht funktioniert. Und hör auf, einen Flyer dafür verantwortlich zu machen. Hör auf, Printaktionen. Dann kommt irgendeiner und sagt, ja, Flyer und Print funktioniert nicht. Und das ist Bullshit, das kann ich dir sagen. Es funktioniert hervorragend. Denn alles, was du tust, um deine Zielgruppe zu erreichen, also Peter, Erna und Ute, um die zu erreichen, ist gut. Die Frage ist nur, wie musst du es tun, damit Erna, Peter und Ute beim nächsten Mal bei dir anrufen und ihre Immobilie über dich verkaufen. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann.